Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir wieder 6 Paragon-Kisten aufmachen. Das erste Mal mit meinem Hordenschar hier. Und zwar hat der wieder einiges an Kisten angesammelt. Ich habe auch den Ruf hier schon wieder relativ weit oben bei den Altgebundenen. Heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall 3 altgebundenen Kisten aufmachen. Und dann noch, ja, 3 weitere. Ich habe hier noch Vuldunai-Vorräte, Champions von Azeroth und das Zandalari-Imperium rumflacken. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem, ja, hier mit dem ersten altgebundenen Kisten. Ah, da war leider nichts drin. Okay, dann holen wir uns die zweite Kiste. Ihr seht, ich habe hier schon gut vorgesorgt, ja. Jetzt müssen wir bloß gucken. Nein, das ist das Falsche. Ich habe nämlich ein paar Vorräte, oder? Brauche ich die? Ja, das sind die Vorräte, das brauche ich. Das ist nämlich die zweite Kiste und dann kann ich nämlich gleich wieder abgeben, dass ich dementsprechend hier zur nächsten komme. Oh, 2000 Gold nimmt man doch mit. Und, warte, das geben wir auch nochmal ab. Ach nee, ich muss erst die Kiste aufmachen, ja, sonst geht das nicht. Sonst geht das nicht richtig. Ja, schauen wir mal, was da drin ist. Ha, wieder kein Toy. Ich bin enttäuscht. Ich will mal ein Toy oder ein Pet rausziehen. Mounts sind ja leider keine drin. So, aber eine Chance haben wir noch. Jetzt geben wir die beiden Dinger ab. Dann habe ich noch eine dritte Kiste von den altgebunden. Und wenn da jetzt nichts rauskommt, dann weiß ich auch nicht. Komm, komm, komm. Ah! Nice! Ich habe einen Toy schon mal. Okay, das werden wir gleich lernen. Jetzt gucken wir uns aber noch die anderen 3 Kisten an. Das haben wir jetzt übrigens auch wieder relativ viele Abzeichen. Insgesamt 60 an der Zahl. Und was habe ich noch rausgezogen? Ihr seht, man bekommt hier immer 500 Ressourcen, ne, und dann auch noch Gold zu 4000. Also es lohnt sich schon, diese Emissary Bags mitzunehmen. Oder die Paragon-Kisten. Emissary Bags sind ja quasi die kleinere Vorstufe davon. So, dann Vuldunai. Ah, da war leider nichts drin, außer Gold und Kriegsressourcen. Hm, da leider auch nicht. Und das letzte, was wir noch haben, ist das Zandalari-Imperium. Tja. Leider auch ein Song. Jetzt haben wir aber zumindest schon mal ein einziges Toy aus den ganzen Kisten, die ich bis jetzt aufgemacht habe, rausbekommen. Und zwar hier das Kriegsbanner. Das lernen wir jetzt mal und gucken uns das mal an. Kriegsbanner. Hier haben wir es. Und das stellen wir mal auf, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal. Zack. Und wir haben ein Hordenbanner. Ja, ist auf jeden Fall eine schicke Angelegenheit. Moment, ich mache das mal alles weg. Moment, wo ist mein Banner hin? Nein, mein Banner ist weg. Okay, das war ja ein kurzes Vergnügen. Moment, hält das nur so kurz? Dann kriegst du einen am Boden versammelt, die Truppen in der Nähe. Ach, okay, man hätte das neben Truppen stellen müssen anscheinend. Okay, das hat jetzt aber 10 Minuten Abklingzeit. Gut, das ist natürlich ein größeres Banner, ne? Das macht mehr her, das hier. Das Kriegsbanner des Helden von Orgrimmar. Aber das hier ist auch nicht schlecht, das Kriegsbanner, das kleine. Gut, okay. Das war's dann soweit. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat's gefallen. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.